Ich entdecke weder Wachen noch Wachposten. Keine Kontrollpunkte. Und nur sehr begrenzten Einsatz von Technologie. Klingt gut. Hey, Rennfeldlein. Komm mal her. Termin hat sich tagelang nirgends blicken lassen. Er ist auch nicht in seiner Werkstatt. Und habt ihr Termin gesagt? Ich suche nach Termin Wexley. Ich bin Esmel, seine Tante. Das ist meine Partnerin Shireen. Wer bist du? Ich heiße Kay. Ich brauche einen Gleitermod. Arbeitest du für Surat? Nein. Für wen dann? Doch nicht für die Pikes. Sehe ich wie eine Pike aus? Ich will nur einen Mechaniker. Tut mir leid, Kay. Wir sind alle etwas angespannt. Temmin ist mal wieder verschwunden. Wahrscheinlich ist er unterwegs, Schrott sammeln. Sagte er zumindest. Er könnte wieder in Schwierigkeiten stecken. Ich könnte ihn suchen. Wo findet man hier den besten Schrott? Am See gibt es einen alten Schrottplatz. Versuch es doch da mal. Werde ich. Danke. Water! Hat nicht! Nein!
alles dran. Hallo? Ist da jemand? Hör mal, wenn du mich abziehen willst, sowas Leute waren schneller. Alles gut, alles gut. Ich bin eine alte Freundin von Gedeek. Ich heiße Kay. Gedeek hatte ich nie erwähnt. Ja, überrascht mich nicht. Aber er sagt, du kannst meinen Schlitten modifizieren? Ja. Ja, sicher. Ich habe alles, was du brauchst. Markflossen, aufgebohrte Sensoren, Verstärkerspulen. Wie wär's mit einem Hydrorepulsor? Oh. Nein. Wie wär das doch gleich mit alles, was du brauchst? Ich meine, ich kann dir den Repulsor dran bauen, kein Ding. Aber ohne gute Durastahlstreben bricht er in ein, zwei Tagen ab. Und du hast keine Streben? Nicht seit Surats Leute hier waren. Haben meine besten Teile auf ihre Insel gebracht. Ich mach dir einen Vorschlag. Bau mir doch den Repulsor schon mal ein. Und ich besorge dir die Streben. Hallo? Okay. Gut festhalten. Funktioniert richtig gut, oder nicht? Ja. Hoffentlich fällt es nicht gerade mitten auf dem See aus. Wo ist diese Lastfähre? Ich brauche einen besseren Überblick. Also, Gedeek, warum wollen die Syndikate dich aus dem Weg räumen? Wegen meiner Forschung. Ich habe vielleicht für das Imperium eine neue Art Viper-Druide entwickelt. Schneller, cleverer und kann im Rudel jagen. Was? Wieso würdest du sowas bauen? Ich war nicht auf einer Kernweltakademie wie die anderen. Ich musste mich beweisen. Und ich habe mich nur ein bisschen zu gut bewiesen. Jetzt haben sie meine Waffe losgelassen. Ich stehe ganz oben auf jeder Todesliste. Aber Gedeek, ich habe ein Schiff und einen Auftrag. Wir könnten einfach abhauen. Es sind nicht nur die Syndikate. Eine Waffe bringt auch gute Leute um. Ich muss etwas dagegen tun. Okay, okay. Ich kümmere mich erst um meinen Gleiter. Dann bringen wir das gemeinsam in Ordnung. Danke, Kay. Ich hasse diese Insel. Nichts los hier. Was siehst du? Pakistan! Chuba! Kanya Bauba! Nopadat, was hat du? Niskatit! Chuba! Sigrama Uba Cheoto! Entdeckung nix! Ach, dank Starek, die Lastfähre hebt ab. Ich muss sie verfolgen. Bereit, Nix? Kevin, der Gleiter macht ein seltsames Geräusch. Die Aussicht durchscheint sich zu verlagern. Du musst dich beeilen. Komm schon, du kannst das! Du kannst das! Nur noch ein kleines bisschen! Ja. ND? Ich wollte eine Lastfähre, die gerade den See verlässt. Weißt du, wo die hin will? Ich sehe sie. Auf einem Landeplatz. Weiter im Landesinneren. Kevin, da hat was gerumpft. So richtig! Der Hydrorepulsor ist schweigend. Ich brauche noch Wasser, bis ich das in Ordnung bringe. Bin gleich an der Fähre. Wie sehen diese Durastahlstreben aus? Weißt du, wie normale Streben aussehen? Ja. Genau so, aber aus Durastahl. Thank you.
Sackgasse da. Kapitän Marco Magoso Otto. Hakutasse da. Ich habe deine Streben gefunden. Unglaublich. Weißt du, dass du es am Hörer zurückschaffst? Ja, kein Problem. Wir treffen uns auf dem Gleiterdeck. Oh, hoffentlich sind die Streben noch da. Die Gleitermod ist es hoffentlich wert. Du kannst nichts gegen meine Viper-Druide unternehmen, wenn du nicht schnell genug bist. Glaub mir, es muss sein. Tamin, ich hab die Teile. Alles fertig. Kein Balabala-Wagen, aber er bringt dich zum Ziel. Gute Arbeit. Hey, Surats Leute machen keine halben Sachen. Wenn du so eine Werkstatt ganz alleine schmeißen willst... Ich habe keine Angst vor Surat. Ich meine ja nur, bei den Syndikaten musst du aufpassen. Oder zumindest Rückendeckung haben. Ich denk drüber nach. Danke, Kay. Wenn du mal was repariert brauchst, sag Bescheid. Bereit, Nix? Thank you.
zuverlässig, ja? Hm. Wo sind die denn alle? Oh, da ist jemand unsanft gelandet. Von dem ich dachte, er arbeitet für die Rebellen. Du kannst froh sein, dass er das macht, sonst wärst du jetzt tot. Die Viper-Droiden werden immer aggressiver. Wir müssen unseren Angriff starten. Angriff? Du wirst dich in die Basis schleichen, während mein Team einen Weg freisprengt, um das Päckchen rauszuholen. Klingt nach Spaß. Nur, als ich das letzte Mal mit Rebellen gearbeitet habe, bekam ich ein Todesmal. Rettet die Galaxis selbst, ich gehe. Ich wusste, auf die ist kein Verlust. Bitte. Das funktioniert nur mit dir und den Rebellen. Ich hab gesagt, ich helfe dir, aber ich lass mich nicht in einen Krieg verwickeln, der mich nichts angeht. Dieser Krieg geht jeden an. Vergiss mal die Rebellen, Kay. Eine Menge Leute werden wegen meiner Entscheidungen verletzt. Du suchst einen Droidenschmied? Das ist die Bedingung. Ich muss los. Lass mich bitte nicht hängen. Ich hoffe, ihr meint das mit dem Fluchtweg ernst. Ich weiß nicht, wie sowas in der Unterwelt läuft, aber wir lassen unsere Leute nicht zurück. Ach, du hast keine Ahnung, wer zurückgelassen wird. Die Basis ist in einem Canyon westlich von dir. Wenn du in die Richtung gehst, solltest du sie irgendwann finden. Verstanden. Bin bald da. Ein Andenken. Eine Erinnerung, dass Nitz und ich auf uns allein gestellt sind.
Das war's schon. Ja, okay. Wir können den Angriff über zwei starten. Bist du in Position? Noch nicht. Na dann beeil dich mal. Und löse in der Basis keinen Alarm aus. Wir brauchen das Überraschungsmoment. Taifunstaffel Ende. Taifunstaffel? Das ist doch ein Witz, oder? Status unverändert. Mir nach. Das sollten wir uns ansehen. Scheint nichts zu sein. Kannst du das für mich offen halten? Dick, ich bin drin. Gut. Folge dem Tunnel. Er führt dich zum Abhörposten, wo auch das Verteidigungssystem ist. Wir müssen es vor dem Angriff abschalten. Befehlshabenden Offizier. Umgebungsabtastung zeigt grün und die Truppen sind in Alarmbereitschaft. Ausgezeichnet. Wenn die Rebellen werden angegriffen. So anders aus. Der Teil gehört dem Imperialen Sicherheitsbüro. Höchste Sicherheitsstufe. Pass auf, von denen willst du dich nicht erwischen lassen. Gehen wir. Was ist das? Alles
alles klar. Ich bin jetzt beim Abhörposten, glaube ich. Sehr gut. Schalte die Verteidigung der Basis aus. Da können unsere Freunde rein. Deine Freunde, Gedick. Die Qualität der Aufnahme kümmert mich nicht. Ich will die Rebellen, die unsere Weihpatronen zerstört haben. Treib das ganze Dorf zusammen, wenn nötig. Zugangsdaten haben funktioniert. Ich bin drin. Du solltest jetzt zu mir kommen können. Irgendwas zu vermelden? Ende. Ich bin fast da. Wo bist du? In Atmosraum außerhalb des Viper-Labors. Beeil dich, bevor mich jemand bemerkt. Gut, du hast es geschafft. Der Alpha-Druide ist in dieser Richtung. Und was jetzt? Jagen wir ihn hoch? Nein, ich habe eine bessere Idee. Wir setzen die Protokolle zurück. Lassen ihn für die Rebellen arbeiten, dann dreht er den Rest der Viper-Druiden um. Das Ding muss an die 30.000 Protokolle haben. Wie willst du die alle löschen? So wie wir die Automaten im Canto Grand gehackt haben. Du willst einen Kampf-Druiden mit deinem Jackpot-Hack umprogrammieren? Ach, ich nenne ihn jetzt Freiheitshack. Er hat neue Funktionen. Ah, na sieh mal an. Da lang. Ich komme nach, wenn's sicher ist. Sorg dafür, dass das Labor leer ist. Niemand darf uns sehen. Moment mal. Was? Alles sauber. Ist gut. Ich komme rein. Also, wir kümmern uns um diesen Druiden, schaffen dir die Syndikate vom Hals und dann kannst du dich uns anschließen, oder? Keine Überraschung mehr. Versprochen. Typhoon-Staffel, wir sind da. Verstanden. Wir schaffen einen Ausgang. Besorgt uns diesen Droiden. Du musst das Eindämmungsfeld runterfahren, Kay. Bin dran.
Kraftfeld ist aus. Ich glaube, deine Freunde sind da. Ich bin im System. Halt die Motorschutz von dir. Da kommt noch mehr. Hey, ND. Ich brauche hier unten Verstärkung. Wo bist du? Ich höre Blaster-Schüsse. Ja, ich bin in einer versteckten imperialen Basis. In einer Schlucht. Im Dschungel. Halt einfach nach Explosionen Ausschau, ja? Wir heuern nie wieder einen deiner Kontakte an. Jetzt wird's laut nix. Weiter! Was zum... Mir nach nix. Alles gut? Noch alles dran. Ende 5. Du machst mir Angst, Kumpel. Es ist nichts. Wir sollten weiter. Herr Dick, wir stehen unter schwerem Beschuss. Wir brauchen deinen Viper-Droiden. Ist ja gut. Jemand muss aber bei mir bleiben, während ich die ganzen Daten lösche. Ich mach das. Okay, bring den Viper-Droiden zum Hangar. Keine Sorge, ich habe die Tür versperrt. Geh zum Hangar. Es funktioniert.
Bereit? Ich habe alles gelöscht, was ich finden konnte. Die benutzen meine Pläne nicht nochmal. Und du willst nicht bleiben? Na, wir werden woanders gebraucht. Ja, im Haus eines reichen Mannes. Ihr habt alle Feuerkraft, die ihr braucht. Dreht ihm nur nicht den Rücken zu. Sobald ihr aufbrecht, wird euch das Imperium jagen mit allem, was es hat. Das schaffen wir. Falls nicht, haben wir uns nie gesehen. Das Schicksal der Galaxis könnte davon abhängen. Man, ihr hört auch nie auf zu reden, oder? Fähiger BX-Kommando.